Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Planet. Wir sind immer noch in Missouri am Mudwater River und gehen hier nochmal zu dem Spot, wo wir gestern aufgehört haben. Da haben wir ein paar kleine Schwarzbarsche noch gefangen, aber es gibt natürlich auch erstmal große, die wir noch fangen wollen. Und auf Catfish habe ich jetzt diesmal abgesehen. Also gucken wir mal, ob wir mal so einen Wels hier rausziehen können. Ich habe schon ein bisschen gezockt, Level 12 bin ich schon. Also heute schon ein bisschen gesuchtet, das Spiel ist auf jeden Fall richtig nice. Macht auf jeden Fall Laune, die ganzen verschiedenen Techniken rauszufinden, wo man wie welchen Fisch fängt. Und auch immer absolut hilfreich, wenn man einen Fisch absolut nicht bekommt, dass man dann hier Leute im Chat fragt. Wie man es unten sieht, fangen die ja schon gut Fische. Da kann man dann ab und zu nachfragen. Und die helfen einem auch gerne weiter. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal hier mit unserer Ausrüstung. Den Gummifisch möchte ich nicht nehmen. Ich habe mir ja schon ein paar Köder gekauft. Hier ein paar Blinker. Gummifisch, Spinner. Aber damit werden wir jetzt nicht angeln, sondern mit unserem Bastschick. Und gestern hatte ich hier einen Mini-Bastschick, deshalb hatte ich hier wahrscheinlich auch die kleineren Barsche. Wobei ich möchte, glaube ich, lieber an der dran machen. Weil das die Ultralight ist. Wo haben wir nicht der Wurfgewicht stehen? Nirgendwo. Oder ich sehe das halt nicht. Ich weiß nicht, irgendwie 1 bis 9 Gramm oder so hat die Wurfgewicht. Wenn ihr es seht, dann herzlichen Glückwunsch, ich sehe es nicht. Ist auch egal. Wir nehmen auf jeden Fall die Rute zur Hand und versuchen damit erstmal ein paar Barschis aus dem Wasser zu entlocken. Ich werde hier an der Krautkante entlang angeln. Und mal gucken, ob sie da nicht beißen. Da habe ich auf jeden Fall schon ein paar gefangen. Also haben wir vielleicht gute Chancen. Erstmal die Bremse ein bisschen weiter aufmachen, sonst verpassen wir vielleicht den Biss. Der soll ja auch ein bisschen abziehen können und nicht direkt wieder ausschlitzen. Ich habe auch schon ein paar Forellen geangelt, die waren teilweise etwas schwer zu haken. Da habe ich viele Fehlbisse gehabt. Und da unten fangen sie schon hier die Trophy-Schwarzbarsche. Die wollen wir natürlich auch haben. Also gucken wir mal, ob wir hier nicht einen bekommen können. Bis jetzt haben wir noch keinen Zupfer bekommen. Aber eigentlich knallen die auch richtig rein. Also da muss man nicht irgendwie super sensibles Gespür haben, wann jetzt einer beißt. Und wie es aussieht, haben wir natürlich direkt mal hier Pech zum Start. Schon fast da der Köder, noch 13 Meter. Das sieht nicht gut aus. Ich werde den mal reinholen und nochmal neu auswerfen, denn hier vorne ist da keine Krautkante mehr. Da habe ich wenig Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Also hauen wir den nochmal da hinten in die Büsche rein. Wenn nicht, müssen wir mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Kann natürlich sein, dass es noch etwas zu früh ist für die Beißzeit. Aber hier kommt doch gerade kein einziger Biss. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir mal kurz auf die Tabelle gucken. Ich glaube, ab Mittag sollte es vielleicht etwas besser werden. Dann spulen wir mal eben vor auf 12 Uhr oder so. Und gucken mal, was dann dabei rauskommt. Denn hier wittert wohl gerade nichts.
Wäre auch zu leicht, wenn das hier direkt mal gut losgehen würde. Na gut, dann hole ich mal rein und spule mal eben die Zeit ein bisschen vor. Komm. Ein bisschen mehr Tempo hier reinholen. So. Und dann gucken wir mal kurz, was die Uhrzeit sagt. Ja, ab 12 Uhr. Also wir sind jetzt hier 5 Uhr, ist jetzt nicht so hoch. Um 12 soll es besser laufen. Also gehen wir mal wieder fischen und drehen ihn mal. Ich glaube um 7 Stunden. Ich glaube, das wird gerundet. Von 5 auf 7 ist irgendwie immer 12 Uhr. Warum, weiß ich nicht. Ja, jetzt haben wir 12 Uhr, obwohl es schon viel nach 5 war. Ich denke mal, die runden dann einfach auf 5 wieder runter und addieren dann die 7 schon dazu. Und dann kommt das dabei raus. Also gucken wir mal, ob jetzt bisschen besserer Erfolg da hinten ist. Schön über den Grund hüpfen lassen. Und, ach, da war ein Biss. Aber den haben wir nicht bekommen. Obwohl die Bremse eigentlich gut eingestellt. Jetzt haben wir ihn. Der hängt. Da ist also unser erster Barsch. Wahrscheinlich ein kleiner oder er schwimmt auf uns zu die ganze Zeit. Oh ne, gar nicht so klein, glaube ich. Aber es ist natürlich jetzt auch im Ultralight-Gerät. Da kämpfen die vielleicht noch mal ein bisschen härter. Ich weiß gar nicht, ob ich die damit auch schon gerade gefangen hatte oder mit der anderen noch. Die Bremse geht auf jeden Fall gut ab. Und wir gewinnen nicht wirklich viel Schnur, aber langsam kommt da doch ein bisschen ran. Und da sehen wir ihn auch schon hüpfen. Man erkennt auch, ob die groß sind im Wasser schon. Der ist, ja, spiegelt ein bisschen, aber könnte ein guter sein. Vielleicht sogar schon ein Trophy direkt zum Anfang. Aber erstmal müssen wir den hier raus katapultieren aus dem Wasser. Jawohl, da haben wir doch direkt mal den Trophy-Schwarzbarsch als erstes gefangen. Hervorragend. Und den packen wir natürlich rein in die Kiste. Und gucken wir mal, ob wir noch einen erwischen können da hinten. An der Krautkante. Erstmal schön dahin werfen wieder und dann wieder ganz gemütlich über den Grund jiggen. Und auf den Biss hoffen. Aber war einer. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht hängen bleiben. Jetzt haben wir ihn. Da haben wir auch schon den nächsten. Also das geht hier am laufenden Band, wenn die Beißzeit passt. Und wenn man einmal die Schelle gefunden hat tatsächlich. Denn wenn man hier rüberwirft, ich habe mal da versucht, unter dem Baum da zu werfen. Denn hier soll es auch Hechte geben, die ich leider noch nicht fangen konnte. Zumindest nicht in diesem Gewässer hier. Ein schöner Schwarzbarsch, 1 Kilo ungefähr. Den behalten wir natürlich auch. Und dann gucken wir mal, was die Welse sagen. Dazu gehen wir mal hier links an die Ecke und rüsten mal ein bisschen um. Denn mit Würmer fangen wir die natürlich nicht, sondern mit unserem Small Cutbait. Kleine Fischstückchen, da steht es auch: Targetfisch, Catfish und Bullhead. Bullhead können wir noch nicht angeln, dazu müssen wir nach Florida, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo anders gibt. Aber Florida hat Level 17, wir haben Level 12. Da fehlt noch ein bisschen. Wir stellen auf jeden Fall mal unsere Pose ein bisschen tiefer, denn die Catfische sind ja am Grund. Und deshalb wollen wir natürlich auch kurz über dem Grund angeln, um die dann da raus zu kitzeln. So, jetzt werfen wir mal da ins Wasser und dann gucken wir mal, ob wir einen kriegen können. Bisschen Strömung haben wir hier im Fluss.
Deshalb treibt die Pose da ein bisschen rum. Aber das sollte kein Problem sein. Umso mehr Gebiet können wir absuchen. Aber noch kommen keine Zupfer. Ich habe es extra mal links reingeworfen, damit wir da rechts runtertreiben können, das Ufer hier entlang. Irgendwo wird schon einer sich verstecken. Und ich glaube, jetzt wackelt die Pose schon. Zieht auch ein bisschen ab. Ja. Mal gucken, was wir da an Land ziehen, wenn es zum Biss kommt. Jetzt werden die Zupfer ein bisschen heftiger. Da muss man echt Geduld haben. Ich glaube, in echt da. Sobald die Pose bei mir zupft, da bin ich da dran. Und jetzt haben wir einen Biss. Und da ziehen wir hier mal was raus. Was haben wir da? Ja. Wir haben Connection Lost, haben wir gefangen. Das ist schon mal hervorragend. Den ganzen Tag angel ich hier. Ohne irgendein Problem. Kaum nehme ich auf, fliege ich vom Server. Na gut, dann machen wir einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit hoffentlich einem Wels. Also bis gleich. So, da sind wir zurück. Ich hoffe, jetzt läuft das hier mal ein bisschen stabiler, wenn ich einen Fisch dran habe. Nicht, dass der hier wieder mir abschmiert. Also ohne Witz, ich habe das den ganzen Tag gespielt und hatte nicht einmal ein Disco. Und jetzt kommt er direkt in der Aufnahme. Vielleicht soll ich einfach mal zu einer früheren Uhrzeit spielen. Ich weiß nicht, ob die nachts irgendwie an den Servern rumfuschen. Keine Ahnung. Aber wir hoffen einfach mal, dass uns jetzt hier nochmal ein Biss gelingt. Auf jeden Fall mal schon ein paar Zupfer. Ich stelle, glaube ich, erstmal die Bremse ein bisschen runter. Ja, Zupfer sind noch da. Werden auch etwas stärker, glaube ich. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er richtig dranhängt. Da geht die Pose ab. Oh. Und ich glaube, das ist ein guter. Channel Catfish 1,3 Kilo. 1,4 sogar. Da haben wir unseren ersten Wels. Gibt leider nur 8 Erfahrungspunkte. Bisschen wenig. Aber nichtsdestotrotz haben wir den hier schön mit der Stipproute rausgezogen. Ich muss mir auf jeden Fall noch eine andere Route kaufen. Denn ich kann mit der Pose und dieser Matchroute hier nur so einen Unterhandwurf ausführen und da komme ich nicht so weit. Also wenn ich jetzt irgendwie auf die andere Seite werfen wollen würde, ja, oder so, dann klappt das nicht. Dafür brauche ich erst eine andere Route, die muss ich mir noch zulegen. Aber solange muss halt die hier herhalten. Aber damit geht es ja im Moment auch. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen rauskriegen. Sind wir auf 6 Meter raus. Vor die Füße fangen wir die Welse. Und da kommen auch schon die ersten Zupfer. Sogar gar nicht mal so schwache Zupfer. Komm, nimm den Köder. Nimm ihn. Ja, er will noch nicht so ganz. Ich hatte auch vorher hatte ich mit Zehnerhaken geangelt, die eigentlich kleiner sind als die Sechser, aber damit habe ich nur Zupfer bekommen und gar keinen Biss. Also der ist nie hängen geblieben, ich weiß nicht warum. Aber als ich dann auf die Sechser umgestellt hatte, ging es auf einmal. Frag mich nicht, woran es liegt. Vielleicht haben die keinen Bock auf kleine Haken und wollen lieber ein richtiges Piercing haben. Und ich glaube, der hängt. Jawohl, die Pose hat gezittert. Und ein junger Katzenwels. Die Hälfte von dem gerade. Aber wir packen natürlich alles ein, denn alles, was wir fangen, gibt Kohle. Und Kohle ist wichtig. Aber mit dem langen Vorfach ist das ein bisschen ätzend. Das hat immer hängen bleibt, wenn man auswirft, aber wenn ich zu hoch gucke beim Auswerfen, dann
Dann wirft er nicht so weit. Und hier vorne ist das Wasser zu flach. Da kommen wir dann nicht hin mit unserem 2 Meter Vorfach. Aber wir gucken mal, ob wir noch einen dritten bekommen können. Ja, es zupft auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir auch mal was anderes hier. So ein Hecht oder so. Aber hier haben sich heute schon welche im Chat unterhalten. Der wollte einen in den Hecht fangen und keiner wusste wirklich, wo es die hier gibt. Einer meinte, er hätte zwar was eingefangen. Auf dem Blinker, aber halt auch nur einen. Und wohl eher durch Zufall. Mal gucken, vielleicht können wir gleich mal den Blinker kurz durchs Wasser ziehen und gucken, ob wir da was dran kriegen. Aber erstmal ziehen wir den nächsten Catfish aus dem Wasser. Sehr gut, den behalten wir natürlich auch. Und dann gucke ich mal, ob ich überhaupt hier einen Blinker dabei habe. Ich habe hier so ein paar Spinner mit. Ja, das ist schon mal okay. Ja, wir können mal hier so einen hier da durchziehen. Und gucken, was passiert. So, welche Route haben wir jetzt gepackt? Auch für 3? Ich glaube. Ja, das sieht so aus. Bremse ein bisschen runter. Dann werfen wir mal hier erstmal die Seite entlang. Ich hoffe immer, dass da irgendwie so eine Kante unter Wasser ist oder wo sie stehen. Zumindest angle ich ihn echt auch gerne erst die Ufer ab, bevor ich da weiter langlatsche. Oft habe ich es erlebt, dass ich bis direkt vor den Füßen bekomme und die kaum noch verwerten konnte. Einmal hatte ich einen Hecht direkt vom Ufer bekommen, der aber da leider ausgeschlitzt ist. Und im nächsten Wurf habe ich gedacht, den hole ich mir und kriege da tatsächlich an derselben Stelle bis, habe ich so einen krassen Anschlag gemacht, damit der nicht nochmal ausschlitzt. Aber da war es ein Barsch, der ist einfach mal bis an Land hinter mir geflogen, weil ich den so rauskatapultiert habe. Aber das kriegen wir hier, glaube ich, nicht hin. Dafür haben wir hier nicht genug Kraft. Aber wir scheinen hier auch keinen Biss auf den Blinker zu bekommen. Das heißt, selbst wenn wir es ausprobieren wollten, könnten wir das nicht machen. Schön mit Stop and Go hier lang. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Ja, so muss man sich halt hier durchprobieren. Also auf dem Köder habe ich zum Beispiel schon Hechte gefangen im anderen See. Da werden wir uns mit Sicherheit auch nochmal sehen im Video. Nicht mehr in diesem hier, aber in einem der nächsten. Da werden wir mal ein paar Hechte angeln. Und ja, jetzt haben wir einen Biss. Mal gucken, was wir jetzt hier rausziehen. Das ist immer die Spannung, wenn man hier einen neuen Köder hat. Ist auf jeden Fall was Kleines. Ja, ein kleiner Schwarzbarsch. Nun gut. Das ist kein Hecht, wie es aussieht. Aber besser als nichts auf jeden Fall. Wir können einfach die Köder hier durchprobieren. Gummifisch sollte auch funktionieren auf Hecht. Also nehmen wir den, gucken wir mal, was wir damit rausziehen. So, nochmal hier lang werfen. Wir können nochmal durch die Mitte werfen, ob da irgendwas ist. Aber erstmal. Ja, Tackle Snack natürlich direkt. Da haben wir direkt meinen Hänger, aber wir haben den gelöst. Also wenn man einmal dran zupft, dann kriegt man sie manchmal los. Ich habe, glaube ich, noch keinen Köder verloren. Außer halt die Hakenköder, aber diese Spinnerbaits und so. Ich habe zwar schon einige Hänger gehabt, aber bis jetzt ist mir noch nichts abgerissen. Oder ich musste noch nicht die Schnur durchschneiden. Ah,
Aber ob auf den Gummifisch jetzt hier was bekommen? Stop and Go haben wir auf jeden Fall voll drauf. Ich weiß gar nicht, was die Punkte darunter bedeuten. Ob die bei 3 Punkten gut sind und bei 1 Punkt scheiße, keine Ahnung. Und jetzt bleibt der Köder im Mittelwasser stehen oder was? Aber da ist auch so ein Felsen. Ich weiß nicht, wie weit der da ins Wasser reinragt. Es kann sein, dass es daran liegt, aber es kann auch sein, dass das ein Fisch den Köder beim Absinken nimmt und dann im Mittelwasser schämen will. Das hatte ich schon bei manchen Hechtbissen. In dem anderen See, dass der Köder einfach stehen geblieben im Mittelwasser. Ich habe angeschlagen und dann hing er dran. Aber hier scheint der Gummifisch nicht zu laufen. Das heißt, ich werde nochmal hier auf die andere Seite unter dem Baum werfen. Ich würde natürlich gerne auf der Seite stehen und dann unter dem Baum entlang fischen, denn unterm Baum sollten ein paar Fische stehen, die da Deckung suchen und auch auf Nahrung warten, die ins Wasser fällt. Aber gucken wir mal, ob wir hier mitten durch den Fluss irgendwas reißen können. Wahrscheinlich kriegen wir dann eh wieder nur einen Barsch und kein Hecht. Aber das werden wir noch rausfinden. Spätestens in 28 Metern wissen wir Bescheid. Ne. Da. Der hat tatsächlich ein Hecht gefangen. Chain Pickerel. Ist eine kleine Hechtart in den USA. Also scheint es die hier doch zu geben. Und ich bin einfach nur zu blöd. Aber wenn man noch keinen gefangen hat und die Methode nicht kennt und nicht weiß, wo sie stehen, dann ist es wirklich ein pures Durchprobieren. Deshalb habe ich heute schon mal so ein bisschen gezockt den Tag, damit wir im Video überhaupt was fangen. Sonst sitzt man jetzt teilweise eine halbe Stunde und probiert nur rum. Auch wenn ich sagen muss, dass das eigentlich richtig Bock macht, die Methoden rauszufinden, aber zum Zugucken vielleicht nicht ganz so spannend. Auch wenn wir jetzt am Ende hier nochmal ein bisschen davon sehen. Aber in den letzten 6 Metern hier werde ich nichts mehr an die Angel bekommen. Deshalb hole ich den Köder mal schnell ein. Und dann wechseln wir nochmal hier auf den Bass-Jig, zack, und versuchen wenigstens nochmal einen davon zu fangen, damit wir hier mit einem Erfolgserlebnis rausgehen. Wahrscheinlich fangen wir jetzt davon auch keinen. So, ein bisschen runter, Tempo wieder erhöhen und dann jiggen wir mal hier durch. Können natürlich auch versuchen, einfach einzukurbeln, ohne dass wir groß jiggen. Jetzt hoppelt der da so lustig über den Grund. Gucken, ob wir damit auch einen Biss bekommen. Schön langsam einkurbeln. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Oder da war halt einfach gerade kein Fisch. Können wir noch mal ein bisschen twitchen dazu. Auch wenn die Leine da komisch in Luft rumflattert dabei. Aber solange der Köder da beim Grund hüpft, ist alles okay. Na gut, 9 Meter, da können wir mal hier wieder reinholen. Da werden wir keinen mehr dran bekommen. Also versuchen wir nochmal da hinwerfen. Und auf den Biss hoffen. Das Wasser ist auf jeden Fall ziemlich flach da. Also der Köder sinkt ziemlich schnell zu Boden.
Aber scheint kein Fisch mehr da zu sein. Da, jetzt haben wir einen noch. Da kommt doch noch der Biss. Aber ich glaube, kein großer wird auch wieder so ein Kilo-Barsch sein. Die Trophy sind schon ein bisschen seltener. Ab und zu fängt man mal einen. Aber die meisten sind halt so im Schnitt etwas unter ein Kilo. Der auch, denke ich mal. Da haben wir hier 900 Gramm, 38 Zentimeter. Und nochmal ein Barsch auf Spinnerbait. Ne, Spinnerbait ist es nicht mal. Da fehlt die Propellerschaufel. Wahrscheinlich hat deshalb auch mit dem langsamen Einkurbeln nicht geklappt, weil da einfach keine Druckwellenerzeugung ist bei dem Köder. Da reagieren die wohl nur auf die Fransen, aber ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall ein paar Schwarzbarsche gefangen, größere als gestern und ein paar Welse. Wir steigern uns langsam. Und dann gucken wir mal, was wir im nächsten Video machen. Vielleicht ein paar Hechte fangen, ich weiß es noch nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Mal und haut rein.